Hallo und herzlich willkommen, liebe Rätselwort-Kreuzler. Habt ihr denn schon euer heutiges Kreuzworträtsel gemacht? Ich noch nicht. Also fange ich jetzt damit am besten an. Was haben wir denn hier? Verbandmull, asiatischer Tempelbau. Ja, genau. Richtig. Hirschart, Mehrzahl. Weiß ich noch nicht. Ja. Mehrzahl von Genus. Genies. Aber dann würde das mit dem Ed nicht passen. Kante eines Bergrückens. Hammer gleich. Schlagbecken. Oh. Wer weiß, was mit Schlagbecken wirklich gemeint ist. Gucken wir mal. Tierbrut. Ah, leider nicht. Nee, Junge sind das, nicht Jungen. Stehlen. Ja, das kriege ich hin. Mann! Okay. Dann mache ich das eben so. Bekleidung am See. Ja, natürlich. Das ist dann wohl das da. Epoche, ist das jetzt wieder? Nein, diesmal ist es das. Okay. Ach nee, Weltalter war Äon. Oder so. Mehrzahl von Genus. Ah, Genera. Natürlich. Kante eines Bergrückens. Möchte ich noch nicht. Erstmal möchte ich den Knauser. Ja, genau. Die südamerikanische Eidechse ist natürlich der Leguan. Ja, habt ihr sicherlich alle schon mal gesehen. Also, wenn nicht, reiche ich ein Bild nach beim nächsten Mal. Bezahlung. Das da. Sisma Neo. So, Abscheu. Ja, apropos Abscheu. Ich habe mitgekriegt, es ist ja No Shave November. Vielleicht erklärt das auch mein Bart. Ich freue mich schon drauf, wenn der vorbei ist tatsächlich. Es ist noch eine gute Woche, aber ja, den Mund betreffend. Machen wir doch erstmal oral. Also tragen wir das doch am besten ein. Verbandmull. Weiß ich gerade noch nicht. Energiequelle könnte Öl sein. Ist es auch. Nee. Moment. Was könnte nochmal dieses Ziergewächs sein? Kriegen wir noch hin. Organische Leuchtdiode. Ja. Nee. Machen wir erstmal den Schweifstern. Ne, Moment. Schweifstern ist nicht der gewesen, das war der hier, der Komet. Genau. Schief. Ungerade. Nein. Nee, auch nicht. Die Tierbrut aber weiß ich jetzt. Ja, das ist das Gelege. Gesichtsteil ist natürlich die Nase. Oder der Bart. Nicht bei allen. Und ich glaube, manche haben es auch gut, dass sie keinen Bart, dass ihnen kein Bart wächst. Grundfläche, ja, das ist doch das Fundament, aber das ist hier nicht gemeint. Betrunkenheit. Ja, Englisch Verkauf machen wir erstmal. Kasten wäre jetzt wahrscheinlich das, ja. Staat im Nahen Osten könnte eins von beiden sein, weiß ich noch nicht, aber der Osmane ist auch der allgemein bekannte Türke und ich weiß nicht, warum ich das jetzt in dieser Sprechform sage, weil das ist voll respektlos wahrscheinlich. Griechische Göttin des Todes, ja, richtig. Ich glaube... Ker war's. Okay, dann weiß ich nämlich auch, was hier unser Staat im Nahen Osten ist. So, Fischart.
haben wir mal letztens öfter gehabt. Mittlerweile ist, glaube ich, so was vom im Bereich Karpfen. Ja, Feier. Ist dann wohl das Fest. Ja, Betrunkenheit ist auch der Rausch. Dann haben wir hier schräg als schief. Herbstblume ist die Aster. Bedürftigkeit ist auch die Armut. Armut. Oh, guck mal, wir haben die Aster schon wieder. Nee, da kommt kein R hin. Mauszeiger ist natürlich der Cursoe. 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 Nee, war das nicht mal ein Sänger? Musiker? Oder Robinson Cursor. Der war. Den gab's noch. Schlagbecken ist dann der Gong. Und ja, die Kante eines Bergrückens nennt man Grat. Ja, jetzt wo ich es lese. Grundfläche, Boden. Das ist dann wohl der Boden unter den Füßen. Organische Leuchtdiode ist ja dann wohl OLED. Oder OLED, wenn man es unbedingt so aussprechen möchte. Der asiatische Tempel. Oh, jetzt kann ich durch mein Layton-Wissen mal so richtig glänzen. So. Ja, die Gage ist es natürlich nicht. Game, Gane, Gabe. Nee. Also. Gase ist es sicherlich auch nicht. Nee, Gave. Ah. Gae. Okay, also. Ah! Azalee! Ja, och nö. Oh, das hätte ich aber wissen können. Das hätte ich wissen können. Zweite Pokémon-Generation, Azalea City. Hätte man wissen können. Hätte man wissen können. Die Azalee. Ja, Kernobst. Sieht aus wie ein Apfel. Ist es auch, ja. Und der Königstitel ist der Pharao. Und damit haben wir es wenigstens mal geschafft, schon wieder. So 8 Minuten. Schönes Mittelfeld. Jetzt geht's an das Lösungsworträtsel. Diesmal werde ich es wieder auf meine Art und Weise lösen, indem ich erstmal versuche, das Rätsel zu. Also das Lösungswort rauszubekommen. Okay. Da kommt das hin. besondere Kirchen. Gut, wenn das so ist, dann kommt da anscheinend das rein. Richtlinie. Weiß ich noch nicht. Beherztheit. Oh Gott. Ich nehme einfach mal an, in die 1 kommt ein M. Dann ist das ein A. Ich sag das ausnahmsweise mal mit, frecherweise. Vielleicht lasse ich es jetzt auch wieder. Bisher sieht das gut aus. Tonga-Insel. Oh. Sowieso. Jeden. F, J, E, D, E, N. Nee. Bezeichnen. Ja, okay. Ja. Habe ich. Was haben wir noch? Wüsteninseln. Meinen die das? Ja, die meinen das. Die meinen das. Hier kommt dann ein E hin. Hier kommt dann, weiß ich noch nicht, hin. Arktisches Nutztier ist auch klar. Also hier ein N,
hier ein E. Schön wäre es, wenn ich die Richtlinie wüsste. Fängt mit N an. Die Richtlinie fängt mit N an. Machen wir mal hier weiter. Hier kommt ein E rein. Hier wahrscheinlich ein N. Ja, ja. Pferdesportler ist natürlich wieder der Reiter. Orten, jemanden Orten. Mir würde jetzt gerade nur eins einfallen, dann probieren wir es mal. Dann würde hier ein P reinkommen. Ich möchte am liebsten was eintragen. Machen wir hier doch erstmal was. Das fleißige Insekt, dann kommt hier ein M rein, das weiß ich schon mal. Okay, ich glaube, ich habe das Wort sogar jetzt. Englisch männlich, ja, maximal ist das Lösungswort. Ich sage, das ist so und machen wir das mal voll hier. Wüsteninseln sind nämlich die Oasen. So, dann haben wir hier den Zar außerdem. Das Bein im Bayerischen ist die Hoxen. Ja, Verbannung ist natürlich das Exil. Das kriegen wir auch gleich mit rein. Hier weiß ich es nicht, aber hier kommt ein I rein. Außerdem kommt hier ein E rein, weil hier Ren rein gehört. Vielleicht kommen wir noch weiter. Anfängerin auf einem Gebiet. Anfängerin. Neue. Ja. Ich kenne diese Tonga-Insel tatsächlich nicht. Ich weiß noch nicht mal, was eine Tonga-Insel ist. Also vermutlich gibt es einen Ort namens Tonga und da gibt es eine Insel. Mehr muss ich dazu aber auch gerade gar nicht wissen. Aber vielleicht schlage ich es trotzdem noch nach. Bezeichnen ist natürlich Nennen gewesen. Feinmechaniker. Ist der Treter. Nein. Abholzen ist erstmal Roden. Der Dreher ist der Feinmechaniker. Sowieso ist ohnehin. Haben wir jetzt auch. Getrocknetes Gras ist Heu. Ja, wenn man dreimal getrocknetes Gras hintereinander sagt, sagt man Heu, Heu, Heu. Heu, 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 Heu. Der war lustig. Heu, 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 Heu. Nein, war er nicht. Okay. Beherztheit. Noch mir nicht bekannt, aber die Zitterpappel ist die Espe. Da wusste ich mal ein Wort. Ja, Empore. Richtig. Die Einfälle sind die Ideen. Übrigens, ich mache gerade überhaupt nicht mit dem Lösungswort weiter. Also gebe ich hier mal ein A ein. Und lass das so. So, männliches Male, natürlich, Arzneipflanze. Wissen wir gerade noch nicht vielleicht. Vielleicht wisst ihr es schon, ich weiß es noch nicht. Benennung ist der Name. Missgunst. Abscheu. Nein. Und hier haben wir außerdem die Ameise. Ja. Und damit steht unser Lösungswort maximal hier drin. Ich muss nur noch beweisen, dass es auch wirklich maximal ist. Oh Gott, das klingt so nach ein bisschen nach meinen Übungsaufgaben im Studium. Ernte der Winzer ist natürlich die Lese. Ingolstadt ist IN. Orten würde ich jetzt als Peilen bezeichnen, ist es auch. Und zurücklegen ist Sparen. Ja.
Beständig. Steht. Ja. Anruf an Gott ist das Gebet. Reimt sich auf steht. Soll ich da jetzt einen Rap draus machen? Nein, bitte nicht. Großes weibliches Raubtier, immer wieder die Bären. Schon zum 5. Mal dabei, bitte nicht erneut wählen. Danke, danke. So, dann haben wir hier den Kerl. Dann umgangssprachlich Gefängnis ist natürlich die Brotkante, der Knast. Auch Arzneipflanze, Akelei wird das wahrscheinlich sein. Ja, ja. Der Eid ist der Schwur. Missgunst ist Neid. Bergwerk ist die Mine. Und damit brauchen wir immer noch unsere Beherztheit. Die Norm ist die Richtlinie und Beherztheit ist Mut. So, und die Krokodilart ist der Kaiman. Und wir haben es geschafft. So, haben wir auch wirklich jetzt wieder alles? Gucken wir nochmal. Ja, beide sind durch. Und die Musik geht aus. Ich würde das gleich mal nutzen und sie ganz ausmachen. Blüpp. So, und damit, was wollte ich nochmal nachschlagen? Tonga-Inseln. Inseln. So, Tonga, das Königreich Tonga, ja, kann man hier alles lesen und so weiter. Und da gibt es einmal, oh Gott, das sieht, wenn ich das jetzt mal in Google Maps aufrufe, gibt es hier also, ich weiß nicht, inwiefern man das sehen kann, da, Tonga, okay, dann haben wir hier noch, Tofua? Da haben wir Kau und so weiter. Das sind auf jeden Fall viele, viele kleine Inseln. Und dann haben wir hier irgendwo noch was anderes. Diese Insel hat anscheinend keinen richtigen Namen. Und dann haben wir hier noch drüben Niue. Niue, Niue, Niue. Ja. Da ist diese Insel und im großen Vergleich ist das irgendwo zwischen Australien und Südamerika, mehr so Richtung Australien hin. Man könnte fast sagen über Neuseeland. Das ist jetzt gut zu wissen. Wir wissen jetzt, wo Tonga-Inseln liegen. Ich hoffe, das wird uns irgendwann mal weiterbringen in einem Kreuzworträtsel oder darüber hinaus. Ich kann schon mal sagen, es tut mir leid für die Einheimischen dort, aber ich werde da wohl wahrscheinlich nicht Urlaub machen, weil ich generell von Urlaub nicht viel halte. Nee, Urlaub ist, das ist Zeit, in der man ja gar nicht weiß, was man arbeiten soll. Nein, und damit wünsche ich euch noch einen schönen Feierabend. bis zum nächsten Mal.